Tim leidet unter Diabetes Typ 1. Das heißt, sein Körper kann nicht ausreichend Insulin produzieren, um genügend Zucker aufzunehmen. Dadurch fühlt sich Tim oft schlapp und müde. Um seinen Blutzuckerhaushalt zu regulieren, wird er von nun an Insulin nehmen müssen. Auf diese Weise kann er ein weitgehend normales Leben führen. Das ist allerdings erst seit 100 Jahren möglich. Damals wurde das Insulin aus der Bauchspeicheldrüse von Rindern und Schweinen gewonnen. Doch die Zahl der Diabeteserkrankungen stieg und damit auch der Bedarf an Insulin. Eine Nachfrage, die von dem tierischen Insulin nicht länger gedeckt werden konnte. Die Lösung? Harmlose, gentechnisch veränderte Bakterien, aus denen das menschliche Insulin gewonnen werden kann. Mithilfe von Gentechnik wird dafür das menschliche Gen für die Insulinproduktion auf die Bakterien übertragen. Die Bakterien stellen dann das Insulin her, welches anschließend ohne bakterielle Rückstände gewonnen wird. Die Herstellung der Bakterien und die Produktion des Insulins ist nur in zuvor genehmigten Laboren und Anlagen möglich, die nach dem Gentechnikgesetz einer strengen Regulierung und Überwachung unterliegen. Diese Überwachung übernehmen die für Gentechnik zuständigen Landesbehörden, die es in jedem Bundesland gibt. Bei gentechnischen Arbeiten mit noch unbekannten oder potenziell gefährlichen Bakterien und Viren ziehen die betroffenen Landesbehörden das Expertengremium ZKBS zur Beratung hinzu. Das BVL unterstützt die ZKBS mit einer Geschäftsstelle in Berlin. So wird sichergestellt, dass keine Gefahr für Mensch, Tier und Umwelt besteht. Und der Aufwand lohnt sich. Dank der Gentechnik ist heutzutage ausreichend Insulin für die Therapie von Menschen wie Tim verfügbar.